Ab wann brauche ich eine Wasserkühlung? Wie funktioniert das Ganze? Wo sind die Unterschiede? Ich habe heute eine 7-Punkte-Checkliste für dich erstellt, dass du dir diese Frage nie wieder stellst. Und hiermit willkommen im HDB Schweißshop und es geht los. Der erste wichtigste Punkt für uns: Wie funktioniert eigentlich eine Wasserkühlung? Schauen wir uns ein Modell hier an. Das ist eine Tetrix 230 ACDC und wir haben unten ein Wasserkühlmodul angeschlossen. Ein wassergekühlter Brenner hat zusätzlich zu der Masseleitung, zu der Steuerleitung und Gasleitung zwei Wasseranschlüsse, rot und blau. Die kannst du hier anschließen. Was passiert dann? Du schließt einen Kreislauf. Hier ist ein Wasserbehälter mit einem speziellen Kühlmittel, einer Pumpe, eine gewisse Steuerung und die bringt das ganze System quasi in eine fließende, kreisende Bewegung. Das heißt, das Wasser, das kalte Wasser geht aus der Kühlung raus, läuft in unseren Brenner hinein, läuft durch das ganze Schlauchpaket bis an den Kopf, einmal um den Kopf herum. Jeder Hersteller hat so seine Eigenheiten, wie die Kanäle hier drin sind. Die Kanäle gehen bis hier vorne hin, kleine Kanäle. Da läuft das Wasser einmal rum und dann läuft das wieder zurück. Fast wie die Heizung zu Hause. Wichtig ist natürlich, die Anforderung auf das System, möglichst den Brenner zu kühlen und das warme Wasser, was hier ankommt, wieder gekühlt in den Kreislauf hineinbringen. Wie war das denn bis jetzt, wenn ich von einem luftgekühlten, einem gasgekühlten Brenner spreche? Das ist nämlich das Gleiche. Das ist quasi der gleiche Brenner, nur dem fehlen die zwei Leitungen fürs Wasser. Der hat einen 13er Dorn Masseanschluss, Gasleitung, Steuerleitung. Und der Brenner wird, wie man sagt, nur alleine, man sagt luftgekühlt bzw. gasgekühlt, nur durch das Gas, was hier ankommt, gekühlt. Das Gas spielt hier zwei Rollen. Es schützt einmal unser Schweißbad bzw. unser Schweißprozess vor der Atmosphäre, vor dem Sauerstoff, dass das Ganze nicht verbrennt. Zusätzlich kühlt es den Brenner. Ja? Hier laufen auch Kanäle bis in den Kopf und da strömt das Gas mit durch, bevor es hier dann austritt. Und damit kühlt es den Brenner herunter. Das muss unbedingt sein. Wenn wir das nicht hätten, würden die Brenner extrem heiß. Im Vergleich zum wassergekühlten extrem, extrem heiß. Und dazu kommen wir gleich. Ich möchte etwas vorgreifen, weil oft wird ein Fehler gemacht. Was ich jetzt sage, wirst du vielleicht erst am Ende des Videos verstehen, aber ich muss es jetzt schon sagen. Viele sind der Meinung, ich spare jetzt an der Wasserkühlung, was absolut okay ist. Du brauchst die Wasserkühlung ja nicht immer, deswegen machen wir dieses Video. Aber ich kaufe mir jetzt schon einen wassergekühlten Brenner, damit ich später nicht noch einen Brenner kaufen muss, starte mit meinem luftgekühlten System und werde einfach diese zwei Leitungen nicht anschließen und weglassen. Dann wirst du einen gravierenden Fehler machen. Du wirst nämlich einen wassergekühlten Brenner in dem Moment sofort kaputt machen, zerstören. Das geht nicht und das empfehle ich dir auch so nicht. Das heißt, wenn du gasgekühlt, luftgekühlt, ohne Wasserkühlung das System betreibst, brauchst du dementsprechend auch den richtigen Brenner. Wenn du später auf Wasserkühlung umrüstest, musst du natürlich deinen gasgekühlten Brenner beiseite legen und einen wassergekühlten Brenner nehmen. Und hier kommt noch ein wichtiger Faktor, den wir beachten müssen. Die Wasserkühlung, die an so einem Schweißgerät installiert wird, die kühlt nicht das Gerät, die kühlt nur den Brenner. Das heißt, die Einschaltung der Maschine ist unabhängig davon. Die Wasserkühlung nur für den Brenner da. Abgehakt. Punkt 2, Baugröße der Brenner. Ein sehr wichtiger Faktor. Wenn du jetzt unten die Enden nicht siehst und du kennst dich mit dem System nicht aus, was wäre deiner Meinung nach hier der wassergekühlte Brenner? Die meisten würden sagen, ja, das ist doch der größere, da ist mehr Technik, mehr Kanäle. Falsch. Das hier ist der wassergekühlte Brenner. Das ist der größte Vorteil eines wassergekühlten Brenners. Der Kopf ist meistens sehr klein. Und jetzt haltet euch fest, der hier hat eine dreifache Einschaltdauer. Einschaltdauer bedeutet, wie lange kann ich ihn bei einer gewissen Temperaturleistung nutzen, als dieser hier, der kleine Klopper, womit ich Nägel einschlagen kann und womit ich filigrane Arbeiten machen kann. Mega Unterschied.
Interessant ist nicht nur die Baugröße des Kopfes, die bei wassergekühlt ja wesentlich kleiner ist, sondern auch die Verschleißte sind bei dem wassergekühlten System um einiges kleiner. Wann ist das interessant? Im Motorraum, im Motorblock schweißen. Viel kleinerer Kopf, wir brauchen viel Temperatur, komme ich mit dem Brenner viel besser rein. Eine kurze Brennerkappe, fertig. Versuch das mal mit einem großen, gasgekühlten Brenner. Punkt 3 in unserer Checkliste, die Einschaltdauer. Erstmal müssen wir verstehen, was ist eine Einschaltdauer? Das ist ein Wert, womit ich das Ganze vergleichen und messen kann. Die Einschaltdauer gilt sowie für Schweißgeräte, also eine Leistung, die liefern, in einem gewissen Zeitraum, sowie für die Brenner. Das musst du so sehen. Es gibt bestimmte technische Angaben vom Hersteller, die stehen meist hinten in der Betriebsanleitung oder da ist ein Zettel bei. Zum Beispiel, dieser kleine Fuchs hier hat eine Einschaltdauer bei 100%, ich erkläre dir das gleich, 260 Ampere im Gleichstrom. Jetzt gibt es noch einen Unterschied, wir schweißen ja auch gerne AC, Wechselstrom, Aluminium. Da liegt der Wert bei 185 bei 100% Einschaltdauer. 100% Einschaltdauer, diese 100% beziehen sich auf 10 Minuten, also ein Intervall von 10 Minuten, das sind unsere 110%. Das heißt, wir können hier permanent mit 260 Ampere im DC-Bereich arbeiten. Wenn dort eine Einschaltdauer angegeben wäre, sagen wir mal mit 60%, dann müssen wir von diesen 10 Minuten 40% wegnehmen. Wir hätten dann nur noch die 6 Minuten. Dann weiß ich, aha, mit dieser Leistung kann ich maximal 6 Minuten lang schweißen, bis er eine Abkühlphase benötigt. Wobei diese Werte beziehen sich vom Hersteller immer auf die Außentemperatur und da wird gerne mal gesagt 40 Grad Außentemperatur plus bis zu Minusgraden, bis zu 20 Grad. Ich muss hier aber auch eins sagen, die Werte sind, ich sag mal, in einem sehr sicheren Bereich angegeben. Die Brenner vertragen eigentlich auf kurze Dauer noch mehr. Das so als Tipp, aber nicht übertreiben. Jetzt aber. Der Kleine hier hat ja richtig Muckis, 260 Ampere im DC-Bereich, 100% Einschaltdauer, ist schon eine Menge. Der sieht ja viel größer aus. Okay, er ist luftgekühlt, aber der müsste doch viel höhere Einschaltdauer haben. Ich habe doch hier viel mehr Material. Und jetzt Achtung, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, das musst du dir jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist zwar ein Mega-Brenner, aber jetzt kommt das Handicap von dem luftgekühlten Bereich. Und da muss ich mir die Infos gerade nochmal reinholen. Wir haben bei 100% Einschaltdauer im DC-Bereich nur 200 Ampere zur Verfügung bei Gleichstromschweißen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Faktor, im AC-Bereich, weil da ja eine gewisse Frequenz ist, da ist ja ein gewisser Wechsel, beim Aluminiumschweißen wird das Ganze ungemein heiß, nur bis 140 Ampere gibt der Hersteller diesen Brenner frei. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mit diesem Schätzchen auch gerne mal mit 200 Ampere geschweißt, nur eine ganz kurze, einen kurzen Moment, ich habe es nicht übertrieben. Ja, der Hersteller sichert sich damit auch irgendwo ab. Luftgekühlt, da geht schnell die Luft aus. Wir werden zwei Versuche fahren. Die Challenge wird sein, mit dem luftgekühlten, gasgekühlten Brenner einmal eine Minute 140 Ampere im AC-Bereich und einmal mit 200 Ampere. Das stelle ich wie folgt ein. Ich gehe hier oben auf die Funktion WIC-Modus. Wir sagen WIC-AC. Wir wollen ja heute Wechselstrom schweißen. Brauchen wir bei Aluminium. Und dann werde ich hier unten den Viertakt wählen. Einfach aus dem Grund, dass ich den Taster nicht permanent halten muss, sondern er soll starten und dann beende ich den Prozess. Deswegen diesen Viertakt. So. Und bei dem wassergekühlten System werden wir das Ganze wiederholen, genauso mit 140 Ampere eine Minute und dann mit 200 Ampere und schauen, wie sich die Temperatur entwickelt. Erhöhen wir auf 200 Ampere und lassen das Ding
kontrolliert eine Minute schweißen und guck, wie heiß das Ganze wird und hoffe, dass der Brenner ganz bleibt. Ich bringe jetzt den Brenner ans Limit. Also bitte nicht nachmachen. Haltet euch an die Herstellerangaben und übertreibt das Ganze nicht. Das hier ist ein Test unter kontrollierten Bedingungen. Kühlflüssigkeit. Ganz wichtig, immer die herstellertypische vorgeschriebene Kühlflüssigkeit verwenden. Nicht irgendwas reinpumpen, irgendwas reinkippen. Du könntest das Kühlmodul zerstören. Jeder hat eine andere Pumpe. Da werden spezielle Flüssigkeiten entwickelt. Nicht einfach Alkohol oder Wasser reinschütten, sondern die richtige Herstellerkühlflüssigkeit. So, wir hören das Kühlmodul nicht. Also müssen wir es jetzt aufwecken, da wir das Ganze jetzt wassergekühlt betreiben. Ich hätte es mir vorhin einfacher machen können, indem ich das Kühlmodul nicht einfach ausgeschaltet hätte, sondern indem ich das Ganze auf automatisch gestellt hätte. Man weiß das System automatisch, wann die Kühlung benötigt wird. Wichtig ist hier, wenn wir diese Autofunktion nutzen, denn der Vorteil ist einfach so, dass wir jetzt nichts hören, während wir nicht arbeiten. Wenn ich das Ganze jetzt auf einmache, auf einschalte, wird die Kühlung permanent laufen. Das funktioniert aber nur mit den EWM-eigenen Brennern, denn die kommunizieren, alles hier kommuniziert miteinander. Wenn du Fremdhersteller hier anschließt, zum Beispiel unser HDB-Gear-Brenner, wenn es den mal in Wasserkühlung, wassergekühlt gibt, dann wird das nicht mehr gehen. Da musst du unbedingt drauf achten. Es gibt natürlich Hersteller, die haben eigene Systeme, das sind andere Regeln. Immer Betriebsanleitung lesen und den Hersteller fragen. Okay, aber war ähnlich. Jetzt messen. Das Tolle an dieser Steuerung, das müsste ich jetzt nochmal erwähnen, wir können sogar sehen, während des Schweißens und auch danach, die Temperatur von unserem Kühlmittel. Ja, siehst du hier. Bei diesen zwei Versuchen sehen wir, wie sich die Temperatur bei dem luftgekühlten System entwickelt. Wir gehen da schnell weit über 100 Grad. Wenn die Schweißung beendet ist, alleine schon bei 140 Ampere, kannst du den Brennerkopf eine Zeit lang danach auch nicht mehr anfassen. Alle Teile, auch die Elektrode, sehr warm. Hier sehen wir auch automatisch, was da passiert mit unseren Verschleißteilen. Die 200 Ampere war ja nur ein Test, das solltet ihr ja nicht nachmachen. Ich habe den Test auf 15 Sekunden vor Ablauf abgebrochen, weil ich schon von der Seite gesehen habe, dass der Kopf angefangen hat zu rauchen. Ich möchte die Teile natürlich nicht zerstören. Er hat auch schon leicht einen gewissen
Geruch entwickelt und deswegen habe ich das Ganze abgebrochen. 200 Ampere kurzfristig kannst du damit auch nutzen, aber wie gesagt, nicht übertreiben. Dazu haben wir im zweiten Schritt den wassergekühlten Brenner getestet. Hier sehen wir auch die Temperaturentwicklung. Die Temperatur entwickelt sich hier auch, aber das Besondere ist, wie schnell die Temperatur wieder runtergeht. Du kannst sofort danach den Brennerkopf anfassen, der wird lauwarm sein. Und das bei der Größe, bei den Leistungen. Ja? 200 Ampere, schau mal, was mit unserem Massivblock Aluminium passiert ist bei 200 Ampere. Das ist komplett geschmolzen, ist uns fast auch ein Unfall passiert und ich kann den Brennerkopf danach sofort anfassen. Punkt 5. Was machen eigentlich unsere Verschleißteile hier? Wir haben hier eine Keramik. Okay, die Keramik können wir hier fast vernachlässigen. Die Keramik verträgt ja eine extreme Hitze. Kennen wir. Keramik wird gebrannt. Keramik wird auch als Bremsbeläge eingesetzt, was sehr heiß wird. Also Keramik ist schon Werkstoff, der Temperaturen verträgt. Das sollte nicht das Thema sein. Wir haben aber hier noch eine Gasdüse, Spannzange, wo die Elektrode gespannt ist. Wir haben die Wolfram-Elektrode an sich. Okay, Wolfram verträgt ja auch einiges an Temperatur, sonst würde das ja hier nicht funktionieren. Wir haben hier auch noch ein Isolierring. Wenn das ganze Thema natürlich zu heiß wird, leiden die Verschleißteile. Natürlich wird es so sein, dass bei dem luftgekühlten System nicht sofort alles im Eimer ist. Aber ich garantiere dir, die Verschleißteile bei einem luftgekühlten System verschleißen deutlich schneller wie bei einem wassergekühlten System. Weil das Ganze einfach kälter ist. Ja? Unser Isolierring wird wesentlich länger überleben. Interessanter Effekt, den man auch nicht unterschätzen sollte, man sieht zum Beispiel bei einem luftgekühlten System, wie die Wolframelektrode belastet wird, wie stark sie glüht und nach dem Schweiß noch nachglüht. Ja, weil danach laufen vielleicht nochmal 4 Sekunden, 8 Sekunden Schutzgas und dann ist das vorbei. Ja, und dann steht das System und da ist noch eine extreme Temperatur. Bei dem wassergekühlten System wird das ganze Wasser gekühlt. Der Kopf wird gekühlt, die Spannzange wird gekühlt. Und wo steckt unsere Elektrode? In der Spannzange. Also wird die Wolfram-Elektrode natürlich hier viel länger überleben. Die Kosten. Natürlich steht hier, was Kosten angeht, ein riesen Elefant im Raum, der nicht zu unterschätzen ist. Wenn wir ein professionelles Industriegerät haben mit der Option Wasserkühlung und du dir so ein Wasserkühlmodul anschaffen möchtest, dann musst du ganz schnell im Bereich 700 bis 1000 Euro investieren. Dazu kommt noch ein spezieller wassergekühlter Brenner, der auch schnell mal 300 Euro kostet. Bei einem gasgekühlten, luftgekühlten System haben wir ja nur das Schweißgerät und den gasgekühlten Brenner. Und den gasgekühlten Brenner, den kriegst du ja bei eBay überall teilweise nachgeschmissen. Ein ordentlicher Wegbrenner wiederum, da musst du auch schon mal 200 bis 250 Euro investieren. Punkt 7, der letzte Punkt. Ich möchte auch hier eine gewisse Abhilfe sorgen. Wenn du ein Wegschweißgerät hast und du hast einfach nicht die finanziellen Mittel, dir jetzt für 1000 Euro ein Wasserkühlgerät anzuschaffen, oder du hast ein Schweißgerät, welches 200 Ampere AC-Strom liefert, aber gar keinen Wasseranschluss hat, keine Möglichkeit, einfach vom Hersteller noch ein Wasserkühlmodul anzuschließen, gibt es eine Lösung. Es gibt im Zubehör einfach Kühlmodule, die fangen so ab 200 Euro an, gibt es auch ein bisschen teurer und die machen nichts anderes. Da ist auch wiederum ein Behälter, da ist eine Kühlflüssigkeit drin und das Ganze wird in einen Kreislauf gegeben. Dann kannst du auch so einen professionellen EWM-Brenner, auch wenn die Anschlüsse passen, dort anschließen, wird auch funktionieren. Achtung, hier ist natürlich die Gefahr folgende. Dieses System kommuniziert nicht mit deinem Schweißgerät. Das heißt, du musst dir vorher Gedanken machen, wenn du dieses Zubehör, günstige Kühlmodul mitnutzt, dass das ja mit angeht, wenn du mit dem Schweißen beginnst, dass auch ja der Brenner gekühlt ist. Aber das funktioniert auch sehr gut, habe ich schon getestet, gesehen. Das heißt, Low-Budget-Lösung, die funktioniert, findest du auch. Mein Fazit. Okay, technische Daten, alles schön und gut, aber jetzt ernsthaft.
wann setze ich nun ein wassergekühltes System ein und wann setze ich ein luftgekühltes System ein? Wann würde mir das reichen? Ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt viele Videos von mir gesehen und in diesen Videos machen wir Versuche und schweißen eigentlich nicht allzu lang. Dort arbeiten wir aber auch mit Strömen im AC-Bereich bis 200 Ampere. Ich habe dort nicht oft, fast kaum die Wasserkühlung im Einsatz, weil der Prozess ja ganz kurz ist. Hier ist auch schon die Antwort. Bist du ein normaler Anwender, der immer kurze Nähte hat und dann Pausen dazwischen und der jetzt nicht gerade so einen Aluminiumblock bearbeitet und da dauerhaft schweißen muss, wird dir ein luftgekühltes System reichen. Bist du aber ein größeres Projekt am Machen? Sind deine Schweißnähte länger? Bist du ein Betrieb, der 8 Stunden Vollzeit arbeitet, wo du Bauteile hast, wo du gerade hier die Naht ziehst und dann wieder direkt hochgehen musst, wo die Pausen kurz sind, wirst du im AC-Bereich fast ohne Wasserkühlung nicht zurechtkommen. Das Ganze wird einfach zu heiß, der Prozess leidet drunter, du leidest drunter und die Verschleißteile leiden drunter. Ich hoffe, ich konnte dir hier die Frage beantworten. Ich hoffe, mein Beitrag hat dich weitergebracht. Ich habe euch lieb, Daumen hoch, tschüss.